Willkommen zurück zu Super Mario 3D World! Ich finde es eigentlich unfair, dass man zum Beispiel einen Stempel kostenlos bekommt von einer Fee, aber für den Grünschirm muss man jetzt also einen Boss besiegen. Naja, beschwere ich mich? Nein. Habt ihr nicht gehört von mir? So, wie ist denn die Wüstenwelt? Was ist denn hier los? Oh, böse! Böse! Evil! Was ist denn hier los? Ja, die haben gerne mit den Perspektiven gespielt hier, ne? Zum Glück ist das Spiel nicht so misstrauen wie Yoshi's Crafted World. So, Krabbelei im Canyon mit mir natürlich und mit Luigi, man. Wenn man so über Toad geflucht habt, genützt, ich bekomme selten mehr Luigi. So, was haben wir hier Schönes? Da sieht's aus, als ob da was wäre. Nein. Außer Gegner natürlich, aber. Die meine ich ja nicht. Ich will keine zweite Blume. Kein zweiter Dings. Geht's da lang? Geht's da lang? Geht's da lang? Geht's da lang? Ja, geht's nicht lang. Ich will aber die richtige Route nehmen. Oh. Die alle bashen. Okay. Muss jetzt nicht sein, aber. Was nur zeigen. Okay, ist da oben was? Ihr geht mir verdächtig hoch. Nein, ist nichts. Ist da was? Nein, ist auch nichts. Wo ist denn hier was? Da. Ach, ich warte mal ab. Die Zeit nehme ich mir. Das sieht so bescheuert aus mit dem Kostümfilm, sorry. Das einzige, was ich an seinem Spiel ankreide. Außer, dass es nicht wirklich 3D ist. Ich will zuerst hier hoch. Hat es sich gelohnt? Ja. So. Gefahr stand im Raum, dass die wegspawnt. So, zu dir will ich nicht. Will ich zu dir? Doch, der erste Checkpoint. Gut. Wenn wir schon dabei sind. Was habe ich am Anfang bekommen? Zweite. Ah, ja, nicht zweite Katze. Okay. Aber bis jetzt reicht es ja mit der. So. Ein Grünstern. Dann. Ist ein Geschenk bis jetzt, ne? Ist doch wirklich Geschenk bis jetzt. Ich will nicht! Ich will den Tanuki behalten! Sorry! Gut! Seht ihr? Hier könnte ich den Tanuki benutzen. Aber man bekommt ja keinen Tanuki, man bekommt ja eine Katze! Und ich will keine Katze. Im Spiel. Ich bin schon eine, also. Also Katzenkostüm, wisst ihr, was ich meine? Muss ich euch das erklären? Wohl kaum. Aber wir haben ja schon alles, ich Vollhonk! Raus aus dem Haus, du! Schnell, schnell, schnell! Ach, das mache ich so. Geht da kein Risiko ein, dass ich die Katze verliere. Ach, Luigi, man muss ihn einfach lieben. 3 Minuten für so ein Level, ey! Das ist ja 3DS-Niveau. Also, die Wii U im Bus mitnehmen mit der Zeit. Nee, nee, nee. Monitor! Schaden, wo die Anzeige durchsetzt, wo die nächste Haltestation ist. So. Oh, ich hasse den. Kriegpiranhas, ich hasse die. Die letzte Welt, der letzte Level wird uns zeigen. Oh, genau. Pass auf, dass du nicht gefressen wirst, du Schlappschieder. Du Schlaffi, du. Nö. Keine Feuerblume. Wir lassen uns zeigen, wenn. Ich muss einfach immer aufpassen, dass ich Toad nicht fressen lasse. Denn das wird mir überhaupt nicht leid tun. Danke, du Arsch! Toad!
Man muss nur gedrückt haben, das ist gut. So. Timing ist alles. Timing ist alles. Wenn es da nicht runtergeht, dann fress ich ein Scheunentor. Na, grün, das grün so grün, wie ist mir das Fitze grün? Was? So, schon die Hälfte. Oh, da sehe ich was, da sehe ich was. Schau ich den Sprung? Yes! Einmal in seinem Leben hat Toad was gut gemacht. Das ist der Stempel. Ich will aber zurück. Ich will hier nichts verpassen. Wir verlieren ja keine Luft, das ist gut. Ah, Toad! Jetzt bin ich auch noch Mini-Toad, fuck. Ich will mein Tanuki nicht benutzen. Wow! Genau, ein Grünstern fehlt ja noch. Wo ist denn der? Nicht hier oben, oder? Ah, Item, Item, Item. Ja, ja. Toad. Kröte für den Toad. Wieso war das nicht? Ah, ah, okay, okay, okay. Das werden wir so schaffen. Das ist kein Problem für uns, denn wir sind ganz gut dabei. Und Toad ist ein wenig schneller als die anderen. Läuft soweit. Und nicht in die Pfütze da. Instant Kill. Oh, ich muss hier aufpassen, ey. Sogar mit Toad. So, wir haben alles. Raus aus dem Haus. Ist da noch was? Nein. Mit Stil, Charme und Eitelkeit. Wieder 3 Minuten für so einen Kacklevel gehabt. Alter, das... Entweder bin ich gut oder bin ich schlecht. Gut. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, ein Item würde ich mir jetzt gut tun. Was hast du denn für mich auf Lager? Ich nehme das kleine. Ja, das war mir, sorry. Ich hätte auch nur ein Item bekommen können, aber dann wäre es nur ein Pilz gewesen. Und Pilz nützt mir jetzt in diesem Fall nichts. So, Zwischen Boss. Geobat. Karumpel. Ich sag dem Geobat. Nintendo-Version von Geobat. Geobat ist ja von Nintendo. Ja, Game Freak, aber you know what I mean. So, warm Badetag. Warm Badetag. Warmbadetag. Warmbadetag. Ich dachte, es kommt noch eine größere Bande. Gut. Geschenkt. Luigi, man! Hey, hey! Ach, das Spiel muss man sich einfach gönnen. Einmal muss man sich schon gegönnt haben, oder? Sonst habt ihr nicht gelebt. Ihr könnt für Bungee Jumping betreiben, ihr könnt Ferrari fahren, aber das Spiel muss man auch gespielt haben. Sonst kann man sagen, du hast das Leben nicht genossen. So. Was nehmen wir denn jetzt? Trampolinberge. Das klingt halbwegs interessant. Das andere ist aber interessanter. Gut, mit wem? Schon wieder, jetzt habe ich einen Peach gewollt. Gut. Okay. Ah, die Musik ist nett. Toad. Er hat einen Toad erfunden. Der besoffene Assistent? Ist doch wahr. Hey, wir brauchen noch einen Pausenfüller-Charakter. Andere erfinden SpongeBob, andere erfinden Bernd das Brot, aber einer muss ja einfach mal einen Toad erfinden. Nicht, dass ich SpongeBob und Bernd das Brot nicht gut finde, aber ich sage ja. Ich sage ja. In mir musste ja noch einen Toad erfinden. Wie gesagt, Toad in Mario 64, Mario. Gut, in Mario 64 hat ja überhaupt keine Stimme, so. Kam nur eine Musik, wenn man Toad
fand. La 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 la. Du Arsch. Haben wir noch ein Item. Edgy Badge. Kostet mir gar nichts. Ey. Und ja. Sonst gab's Toad eigentlich. Nie mit Sprachausgabe, ja, bei Mario Kart 64 dann. I'm the best! Juhu! Oh, 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 oh. Und ach, ich liebe Mario Kart 64 Toad. Ich liebe den. Da hatte ich so das Gefühl, das ist nur kleine, geile, krasse Socke. Und was passiert dann? War der nächste Auftritt von Toad? Also, das, ich will das kurz überlegen. Moment. Was kam? Genau. GameCube. Also, in 64 Spiel hatte er keinen Auftritt mehr. Aber dann GameCube. Starttitel Luigi's Mansion. Da hatte Toad eine Sprachausgabe. Also eben sein weltberühmtes Halalalalala. Ne? Da wurde das erfunden. In meinen Augen verschlimmbessert. Okay. Ah! Ah, und ich hab nichts. Hey, bleib mir von der Pelle, hey. Seid ihr nett? Habt ihr was für mich? Nein? Doch. Nur nichts, was ich will. Ja, danke. Jetzt brauche ich hier wirklich noch ein Katzenkostüm. Das glaube ich ja nicht. Geh mal weg da. So bekomme ich hier kein verdammtes Katzenkostüm. Ich will ein Katzenkostüm. 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 Wer von euch ist der Flachmat? Du. Nein, ich schaff's nicht mal. Ah! Moment mal, so geht's. Ja, wollte ich sagen. Es muss ja mit dem Charakter gehen. So. Wenn jetzt da drüben ein Katzenkostüm ist, dann fall ich vom Glauben. Und ihr seht, es fehlt der zweite Grünstern. Na gut, genau genommen fehlt auch. Oh, und der Stempel ist ja da. Gut. Hol ich mir dann offscreen noch. Katze. Und dann ist gut. Alter, Super Nintendo! Super Mario World Sound! Ach, ich feiere sowas. Gut, Katzenkostüm. Mache ich das mit euch? Gibt es immer ein Katzenkostüm? Ich glaube nicht, oder? Mal schauen, es gibt hier vielleicht doch noch was. Sieht doch nicht so aus. Dann cutte ich mal. So. Und hier geht's hoch. Wenn ich hoch könnte, wenn ich so gut wäre, wenn ich ein bisschen Skill hätte. Nun Funken. Dann bin ich hier hoch. Ach komm schon, Mario. Theoretisch ist ja. So, da geht's auch. Was kennt ihr? So, übrigens weiß nicht, ob ich schon viel aufgenommen habe, aber es wäre deshalb ruckelt, aber es wäre so gut ein wenig bei mir. So, jetzt zu diesem Level, auf den freue ich mich sehr. Was haben wir denn da? Tanz in der Wolkendisco mit Luigi the Man! Okay. Erinnert an Mario Galaxy und ich mag das. Es ist zwar sau nervig, aber ich mag diese Plattform. Oh, und auch noch doppelt. Krieg ich das hin? Wir kriegen es hin. Aber ich will es nicht zur Gewohnheit machen. So. Ach, das war's.
Okay. Vorsicht, nicht reinfallen. Bumerang Bro, halt den Schnabel. An dir will ich gar nichts. So, aufpassen hier. Kein Scheiß bauen. Ich mach's vorsichtig. Kein unnötiges Risiko. Ich bin kein Sonic Gamer. So. Immer aufpassen, wo der zurückkommt. Jetzt muss saumäßig aufpassen. Alter, wie viel gibt's hier noch? Gut, beschwör mich ja nicht. Ach, das geht auch so noch hin. Gut. Schön aufpassen. Nicht übermütig werden. Und zuerst das da machen. Und dann Checkpoint aktivieren. Das A und O in diesem Level. Könnt ihr mir glauben. Da spart man sich sehr viel Gefluche. Und ja, man kann auch mit Steuerkreuz spielen. Habe ich gerade gemerkt. Sieht mir in einem späteren Level noch ziemlich viel nützen. So, wir haben schon die Hälfte. Das ist gut. Das kann nicht alles gewesen sein bis jetzt. So, aufpassen hier. Zeit ist Geld. Und wir gehen mal rein. Die folgen uns zum Glück. Das sieht so bescheuert aus. Eieiei, das gibt eine schöne Aufgabe hier. Mach hier keinen Scheiß. Ach, das war schon. Ich lasse es. Kommt mir. So, noch ein Grünstern. Wir sind auf gutem Weg. Ich hätte hier lieber ein bisschen gesammelt. So. Gesammelt. Ist das gesammelt? Nein. Aufpassen hier. Schön aufpassen. Schön. Ach, das hat gereicht. Ach, es braucht nur zwei. Ist ja easy. Gut. Jetzt mit vereinter Power. Oder lass ich die einfach sein? Ach, ich lass sie einfach sein. Oder doch nicht? Nein, doch nicht. So, aber jetzt aufpassen, du. Kein Fehler mehr jetzt. War das nicht schön? Das war schön. Oh, wir haben den Party schon wieder vollgekriegt. Huiuiui. Euch noch ein? Ja, also. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Es gibt die Doppelkirsche als Stempel. Und es geht weiter mit den... Ach, wie heißen die schon wieder? Und ja, letztens neu in Mario Maker 2 eingeführt. Also, als Update. Nicht eingeführt, aber... Gab es neu, also wie heißen die? Ach, Spike, genau. Oh, Spike, ich hasse Spikes. So, was ist denn da noch los? Da wollen wir jetzt auch noch hin, im Nassbad. Bis dann und tschüss.